Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Oh Gott. Was geht? Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir. Was haben wir hier unten? Ach, das Gegengift, genau. Und hier waren Federn. Irgendwo war doch noch Relikt, okay. Irgendwo mussten wir doch hin, oder nicht? Was war hier oben? Dann treten in den Gründer und schaffen Sie feine Informationen. Ach so. Oh nee, das ist so weit weg. Oh nee, nee, das mache ich nicht. Ich muss. Ja, in diese Richtung, okay. Oh nee. Nee, nee. Oh nee. Nee. Nee, 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 nee. Das ist eindeutig zu weit weg. Waren wir hier jemals schon? Waren wir hier schon mal? Nee, ne? Ich glaube, hier waren wir noch nie. Nein, noch nicht einmal. Wow. Okay, aber da hinten müssen wir hin. Soldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Ach du Kacke. Okay, hier könnten wir uns hinsetzen. Ans Lagerfeuer. Ich muss da oben rein, ja. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Okay, zu was denn? Würde mich mal interessieren. Okay. Lara, geht Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Kriegen wir hin, würde ich mal sagen. Aber erstmal gucken wir uns hier noch um. Gucken mal, was wir hier so finden könnten alles. Genossen. Dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Da könntest du recht haben. Junger Freund. Junger sowjetischer Freund. Kämpfer, whatever. Was ist im Zug? Ein Fass. Geil. Okay, und in dem Zug? Da habe ich eben eine Kiste gesehen. Ah, hier können wir gar nicht rein, okay. Aber wir können rauf. Hä? Komm. Kletter schneller. Okay, von hier aus könnten wir jetzt da oben rauf. Aber erstmal gucken wir uns noch ein bisschen hier unten um. Zum Bleistift deswegen. Okay. Oh, nice. Nice. Sehr geil. Was haben wir hier? Eine Tür zum Aufbrechen. Okay, wir sind voll mit Blättern. Und ein Relikt. Okay, nice. Noch eine Skulptur. Das ist nett. Aber diese sieht aus wie ein Spiel. Diese Teile kommen mir bekannt vor. Die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Ja. Wo denn? Shit. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ach komm. An die Leiter. Woher kommen die? Ich habe echt keine Ahnung. Wo muss ich jetzt denn? Hier links irgendwo lang? Na
Okay, hier hinten ist noch irgendwie eine Kiste. Die will ich haben. War das vielleicht dumm? Optionales Grab. Ah, da hinten. Eine Höhle. Die gucke ich mir gleich an. Gleich. Ach, das. Oh. Können wir gar nicht öffnen, okay. Ich dachte, den können wir öffnen. Aber wie es aussieht, nicht. Aber jetzt gehen wir mal in die Höhle hier. Sprengladungen. Ja, wir brauchen eine Dose. Die wir dann bis hierher bringen müssen. Mal sehen, ob wir irgendwo eine finden. Ich sehe hier keine momentan. Ha. Ha. Hier hinten vielleicht? Ich weiß es nicht. Scheint mir aber nicht so. Okay. Ich denke, wir finden da irgendwo eine Dose. Weil wir jetzt hier auch den Weg frei machen konnten. Hier auf dem Laster vielleicht? Ich weiß es nicht. Nee, okay. Hier irgendwo? Sieht aber auch nicht so aus. Zerschneiden wird das Kampfmesser. Achso, ah, okay. Hier haben wir aber auch noch was. Holz und Pilze haben wir halt. Pilze sind wir voll. Haben wir hier irgendwo eine Dose? Munition, ja gut. Die habe ich eben übersehen. Irgendwo, komm, irgendwo muss hier eine Dose liegen. Irgendwo. Oh, von dem ganzen Kameradrehen, ey, wird mir ganz schwindelig. Ohne Witz. Hier unten? Komm schon. Kannst du mal... Danke. Hey. Hier? Irgendwo? Auch nicht, ne? Scheint mir nicht so. Achso. Wenn wir schon Holz haben, können wir auch schon mal ein bisschen was herstellen, ne? Hier ist noch Munition. Hier hinten lag doch irgendwo eine Dose, oder? Ja, hier. Nice. Nein! Ach, shit. Ah, verdammt. Ich dachte gerade aus irgendeinem Grund, dass wir mit Linksklick das Dings herstellen. Die Bombe. Ah, hier ist noch eine Dose, okay. Was, mit mittlerer Maus? Ja. Okay. Gut, jetzt müssen wir wieder zurückrennen. Lauf, Lara. Ein bisschen Zeitverschwendung würde ich mal meinen, aber egal. Egal. Dafür bekommen wir eine neue Höhle. Ich glaube, das ist es wert, oder? Ups. Nein. Wo ist meine Dose hin? Hä? Och man, komm schon. Ist es dein Ernst? Meine Dose ist weg. Einfach weg. Och komm. Kannst du mal... Okay. Das ist uncool. Dann holen wir uns das Grab halt nicht. Nö. Sehe ich jetzt gar nicht ein. Außer hier oben ist irgendwo eine Dose. Dann hole ich mir vielleicht... Dann hole ich es mir vielleicht. Aber obwohl. Moment.
Wir könnten noch mal hier rüber. Hier gibt es ein bisschen was zu finden. So, Munition. Hier noch irgendwas. Ja, die Kiste können wir aufmachen. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Oh. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest an ihnen vorbeisprechen, aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. Komm jetzt! Bring mir es zu Ende! Wo ist der? Ach da! Komm her. Komm jetzt. Ach komm. Mach jetzt das auf. Ist mir egal. Okay. Passt. Okay. Wo? Ach da. Scheiß auf Deckung oder so. Ach komm. Ehrlich gesagt kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Da oben muss ich hoch für Jacob, ne? Dann würde ich sagen, rennen wir zum Tal. Jo. Nur wo zum Tal? Zum Basislager oder so? Moment. Ach nee, wir müssen das Gegengift erstmal machen, ne? Um zu gucken, ob es wirkt. Können wir es hier machen? Ich denke jeden Tag an Dad. Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war, er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ich sage mir, dass ich noch klein war, ich es nicht verstehen konnte. Aber ich habe ihn verloren. Und jetzt fühle ich mich ihm mehr verbunden als damals, als er noch am Leben war. So weit ist er nie gekommen. Aber er ist bei mir. Die göttliche Quelle ist hier und ich werde sie finden. Er wusste, dass sie den Begriff der menschlichen Seele ändern kann. Dass sie die Welt verändern kann. Aber er ist tot. Und außer mir weiß niemand mehr, dass er recht hatte. Okay. Super, dann haben wir das... Wäre das geupgradet und... Nein, wir könnten doch noch... Achso, jetzt können wir es hier nicht mehr machen, ne? Okay. Ach, da muss ich hin. Och, Gottchen. Okay. 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 Dann rennen wir hoch. Oh Mann, ich dachte, wir müssen sie jetzt irgendwie woanders treffen. Aber okay, nein. Wie es aussieht, nicht. Ja Mann, heute ist ein zeitsparender Part, ne? Hust. Ach Mann. Lara, wie weit kannst du einfach jumpen, ey? Käfige, als wären sie Tiere. Alter. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen.
Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Hatten wir sowas nicht schon mal gehört? Ich bin der Meinung, das haben wir schon mal gehört. Mit dem Töten und so. Negativ. Selbst wenn, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Es wird gefährlicher, je höher wir kommen. Wind und Wetter haben ihren Tribut. Molotow! Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug, was? Du hast dich hier umgesehen, oder? Davon kann man aus. Wir werden angegriffen! Genau da! Bam! Nicht getroffen, shit. Er tot. Ha! Nein! Hey! Okay, die sind tot. Glaube ich. Haben wir irgendwas? Ja, oh Gott, ich muss nochmal niesen. Oder auch nicht. Oder doch? Oder nicht? Oh. Okay, nein. Oh. Okay. Okay. Hm. Oh. Erze. Oh. Oh. Eieieiei. Niesen ist nicht schön, Leute. Niesen ist nicht schön. Boah. Erstmal plündern. Okay. Und, macht das jetzt einen Unterschied? Ah. Zack. Nett. Sehr nett. Und das kaputt machen, nice. Oh, ah. Können wir das aufbrechen? Ja, können wir. Okay, nice. Hier haben wir Sings. Cool. Also Dinge. Nice. Bisschen Stuff. Pfeil. Cool. Was haben wir hier? Okay, noch mehr Schrauben, oder? Ja, genau. Schrauben mit Muttern, meine ich jetzt. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Warte mal. Sakljutjenny oder so? Keine Ahnung. Irgendwie so war das. Ich glaube, das war's. Zack. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich glaube, da geht's weiter. Ich guck mal nach da hinten. Was haben wir hier? Oder geht's hier weiter? Ah. Oh, lol. Oh, lol. Mach's nochmal. Ey, mach's nochmal. Ja. Okay, das ist ziemlich cool. Ziemlich cool. Der Held der Sowjetunion-Orden.
Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Okay. Yeah, Pilze. Nice. Was haben wir hier? Wieder ein optionales Herausforderungsgrab. Oder ist es immer noch das gleiche? Ich weiß es nicht. Noch ein sowjetisches Schild. Das hat nur unser Russisch erhöht. Echt jetzt? Okay. Ach nö. Geh hoch. Geh hoch jetzt. Ha. Oh. Ah. MP, okay, das ist nett. Das ist nett. Das ist sehr nett. Aber der Part ist vorbei, Alter. Super gelandet. Banner Orden, eine weitere hohe Auszeichnung. Dieser Orden wurde aber absichtlich verunstaltet. Vielleicht ist der Besitzer in Ungnade gefallen. Wahrscheinlich. Doch, ich denke schon. Nein! Bleib oben. Alter, spring doch nicht einfach ans Seil. Mensch, Lara. Kannst du nicht duten. Okay. Oh. Ich will den Part beenden. Kann ich mal irgendwie hier nach ganz oben kommen? Das wäre ganz nett. Eigentlich. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hä. Huh. Ach, hier sind wir. Okay, nice. Ich glaube, dann gehen wir echt erstmal da hinten lang. Ja, doch. Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Irgendwie. Im nächsten Part. Ich gehe schon mal runter. Oh Mann, ich will gerade nicht aufhören. Okay, ich hole noch kurz hier die Sachen und dann hören wir auf mit dem Part. Und dann hören wir auf mit diesem Part. Nur noch hier in diesem Abschnitt. Das hat sich gelohnt. Ja. Compoundbogen, 3 von 4, das ist cool. Das ist sehr cool. Und hier konnten wir noch einen Schrank aufmachen, genau. Ah, hier ist gar nichts mehr, okay. Außer so ein Barstuhl? Okay, ich guck noch mal kurz. Sieht nach Pechblende aus. Optionales Grab, oder? Ja, optionale Herausforderung, okay. Die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Hier beenden wir den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.